Was für ein Schlamassel. Kann es überhaupt noch schlimmer kommen? Der große Chaski. Hey Bobby, du auch hier? Oh, Sadwick, du kannst dir gar nicht vorstellen, was sie mir angetan haben. Sie haben dir dein Lieblingskissen weggenommen? Sehr witzig, aber dir wird das Lachen auch noch vergehen. Mit den Askiel ist nicht zu spaßen. Ich dachte immer, ich würde den Heldentod sterben, wie ein wahrer Chaski auf einem Baum verhungern, während unten die Wölfe warten. Aber in diesem tristen Loch, das ist so würdelos. Wir müssen hier raus. Raus? Ha! Hast du in letzter Zeit mal rausgeguckt? Sieh es ein, wir können nirgendwo mehr hin. Es ist alles verloren. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ha! Nenn mir einen guten Grund. Es sieht zwar düster aus, aber das Leben geht weiter. Ach ja, auch wenn die Zeit angehalten hat. Guter Punkt. Man wird uns sicher retten. Und wer soll das bitte sein? Sieh es ein, niemand wird kommen, wir sind verloren. Ich werde uns hier rausholen. Du? Haha, dass ich nicht lache. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich den Askiel entkomme. Und wie willst du das bitte anstellen? Willst du Purzelbäume schlagen oder mit Torten werfen? Immerhin leben wir noch. Nennst du das etwa Leben? Für alle Ewigkeit in Lukos Kerker eingesperrt. Das ist schlimmer als der Tod. Du hast recht. Alles ist verloren. Ja, aber warum nur? Ich bin doch noch so jung. Ach du meine Güte. Du bist echt ein Jammerlappen. Warum sollte ich nicht jammern? Die Askiel haben gewonnen. Aber die Ära der Chaski ist nun endgültig vorbei. Schön wär's. Was nutzt Schnelligkeit, wenn es keine Zeit mehr gibt? Was nutzt Orientierungssinn, wenn die Welt in Trümmern liegt? Alles ist verloren. Ach, vergiss es. Ich habe keine Lust, mich von dir weiter runterziehen zu lassen. Haha, und das ausgerechnet aus deinem Munde, wo du doch derjenige bist, der uns alle runtergezogen hat. Was? Ja, genau. Das hier ist dein Werk. Das ist nicht wahr. Ha, und ob das wahr ist, du dachtest, du kannst alles besser, oder? Du dachtest, die Welt bricht auseinander, wenn du die Dinge nicht in die Hand nimmst. Und jetzt? Sieh dich um. Du hast diese Welt zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Ach, halt die Klappe. Außer Steinen scheint es in diesem Loch nicht viel zu geben. Spot hätte es hier gefallen. Außer Steinen, Spot hätte... Die Askiel haben meinen Kuhfuß hier zurückgelassen. Meine anderen Sachen sehe ich nirgendwo. Hey! Hallo! Was ist da los? Was willst du, Knirps? Habt ihr Spot irgendwo gesehen? Du sprichst von deinem hässlichen Wurm? Er ist nicht hässlich. Er ist nur optisch zu kurz gekommen. Ich weiß nicht, wo der Wurm ist. Und es interessiert mich auch nicht. Ich glaube, er ist im astronomischen Labor in den Brunnen gefallen. Dann ist er wahrscheinlich tot, ins Nichts gestürzt. Ja. Ich will in eine andere Zelle. Warum dies? Es ist mein Zellennachbar. Sein Jammern ist nicht zu ertragen. Hey, was soll das denn heißen? Igitt. Ja. Die kleine Kröte ist unausstehlich. Unausstehlich? Na, hör mal! Bah, sie winselt und winselt! Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Ihr wisst schon, dass ich jedes Wort mithöre, oder? Ja, er macht es schon wieder. Na gut, ich werde eure Käfige verstellen. Dann hängt ihr nicht mehr so nah beieinander. Hoffentlich hat das Winseln dann ein Ende. Hey,
lass das! Oh, und wenn nicht? Hey, aufhören! Hallo, Wache! Ich werde mit Kieseln beworfen! Er soll damit aufhören! Ihr zwei seid eine echte Plage. Es war offenbar keine gute Idee, die Käfige so zu verstellen. Ich werde die alte Position wiederherstellen. Aber wehe, ihr gebt dann keine Ruhe. Der Käfig hängt an einer Umlenkrolle, die lose auf der Kette aufliegt. Was für eine eigenwillige Konstruktion. Ich frage mich, ob ich das irgendwie zu meinem Vorteil nutzen kann. Mal sehen, was passiert, wenn ich diese Umlenkrolle blockiere. Hey, lass das! Wache! Er hat wieder angefangen, mit Kieseln zu werfen. Einmal verstelle ich die Käfige noch. Aber nur, wenn ihr dann wirklich Ruhe gebt. Was ist das? Er scheint etwas zu haken. Autsch. Wo bin ich? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Spot! Oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Wenigstens bist du nicht ins Nichts gestürzt. Ich werde dich irgendwie wieder gesund machen. Und dann bleiben wir für immer zusammen, ja? Hey! Hallo! Was ist jetzt noch? Ich will mit Luko sprechen. Luko ist jetzt der König. Er ist mit Herrschen beschäftigt. Dann muss er mir eben eine Audienz gewähren. Muss er das? Ich vermute, dass er das anders sieht. Das würde ich gerne von ihm selbst hören. Du bist ein mutiger kleiner Knirps. Was willst du überhaupt von ihm? Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ein Angebot? Warum sollte ihn das interessieren? Vielleicht, weil er ein raffgieriger Despot ist? Ja! Da kann ich nicht widersprechen. Warte einen Augenblick. Ich muss erst die Tür entriegeln. Du hast also ein Angebot. Ich bin sehr gespannt, kleiner Mann. Sprich los. Ich will meine Dienste als Clown anbieten. Sehe ich so aus, als ob ich gerne lache? Nicht wirklich, aber ich gebe zu bedenken, dass die Ewigkeit lang werden könnte. Ganz ohne Unterhaltung. Da hast du nicht ganz unrecht. Du kannst es ja mal versuchen. Ich kann das Alphabet rülpsen. Das klingt erst einmal noch nicht sehr beeindruckend. Aber versuch euch dein Glück. Moment mal. Hey, das war ja mein Name. Ich bin wirklich gerührt. Sedgwick, ab sofort bist du einer von uns. Du bist auf alle Ewigkeit mein persönlicher Clown.
Boden bezogen. Ich kann es kaum glauben. Aber was sind das nur für Schläuche, an die er da angeschlossen ist? Was für ein grässliches Tier. Ich hoffe, ich muss nicht darauf reiten. Da waren Bomben in den Satteltaschen. Die könnten noch nützlich werden. Was treibst du da? Bleib von den Flugtieren fern! Ist ja schon gut. Hey, Loco! Was ist? Du willst den Lauf der Dinge stoppen? Dann stopp erst mal das! Halt! Was tust du? Nein! Oh, oh, schnell weg hier! Du törichter Narr! Komm sofort zurück! Sedgwick, du hast dich befreien können. Ach, du meinst, ich habe mal was richtig gemacht? Kann doch nicht sein. Lass es gut sein und hilf mir bitte. Die Askiel waren nicht gerade zimperlich mit mir. Die Fesseln schneiden mir in die Haut und mich juckt es schon seit Ewigkeiten am allerwertesten. Das war sicher sehr teuer. Hey, was tust du denn da? Das ist ein hochsensibles Instrument. Wahr. Das war ganz schön herzlos. Warte, ich schneide dich los. Sei aber bitte vorsichtig. Au! Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Nichts. Nur ein Krampf. Ach, Sedgwick, hast du immer noch nicht aufgegeben? Die Askiel haben das Schloss in ihrer Gewalt. Ich weiß, Sedgwick. Ich würde mich wohl kaum selbst fesseln, oder? Ach ja, macht Sinn. Zumindest nicht nach dem letzten Mal. Eine halbe Woche hat es mir an der Nase gejuckt, bis jemand vorbeikam. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Die Lage war noch nie so aussichtslos. Was schlägst du vor? Wir bringen die Zeit wieder zum Laufen. Auch wenn das heißt, dass die Welt untergeht. Ein mutiger Entschluss. Damit übernimmst du eine große Verantwortung. Ist es die richtige Entscheidung? Das kann ich dir nicht sagen, Sedgwick. Aber wenn es das ist, was du willst, dann hast du meine volle Unterstützung. Ich wünschte nur, ich könnte dir irgendwie helfen. Ich bin jetzt auch ein Askiel. Oh je, Sedgwick. Ausgerechnet du bist ein Kollaborateur. Und was machst du so als Askiel? Nun ja, ich bin gewissermaßen... Ein Krieger? Naja... Vielleicht ein Chaski? Ich bin der Clown, okay? Nur der Clown für alle Zeiten. Ha, das hast du dir wohl anders vorgestellt, hm? Ich habe Loco besiegt. Da wäre ich mir nicht so sicher, Sedgwick. Loco ist mächtiger, als du denkst. Und der Stillstand ist sein Element. Solange die Zeit stillsteht, ist er so gut wie unbesiegbar. Dieser Stillstand ist schrecklich. Wie lange soll das denn noch weitergehen? War die Frage ernst gemeint? Natürlich wird es für alle Ewigkeit so sein. Solange die Zeit stillsteht, gibt es weder Fortschritt noch Ende. Erkennst du jetzt langsam,
was du angerichtet hast. Hast du eine Idee, wie ich die Zeit wieder zum Laufen bringen kann? Ich sehe keine Möglichkeit, solange diese steinerne Gestalt den Mechanismus blockiert. Vielleicht könnte der König uns retten. Dazu müssten wir erst einmal zu ihm kommen. Aber das geht nicht, solange der Brunnen nicht läuft. Und dann müsste man das Wasser des Lebens zum König bringen. Und das, bevor die Welten kollabieren. Kurz, es ist unmöglich. Mir fällt schon noch was ein. Ich wüsste nicht, was. Gute Idee. Das Öl aus dem Tank dürfte ein adäquater Ersatz für Opas Petroleumsuppe sein. Ja, das ist als Lunte genau das Richtige. Oha, es sieht tatsächlich so aus, als hätte ich alle Komponenten für meinen Kanonenrohrtrick zusammen. So, und nun? So, Spot, ich hoffe, du weißt noch, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Sei vorsichtig. Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Tiefer wird der Wald wohl nicht mehr. Und das hier scheint mir der letzte Lichtstrahl zu sein, den es in dieser dunklen Welt noch gibt. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Sedgwick? Was tust du denn da? Geh lieber in Deckung, alter Mann. Endlich kann ich unser gemeinsames Werk vollenden. Der König wird das zu verhindern wissen. Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Was? Was meinst du? Lass dich nicht von ihm verwirren. Schnell, Sedgwick, bring das Wasser des Lebens zum König. Aber... Sedgwick, was hast du getan? Loco? So beeil dich doch, Sedgwick. Lauf so schnell du kannst. Ich versuche, Loco aufzuhalten.